von Überwachungsschall oder elektromagnetischen Wellen, die da abgesandt werden. Das muss man genauso untersuchen. Vollkommen richtig. Ich befürchte bloß, wenn man zum Beispiel zu dem Ergebnis käme, dass wirklich die Übertragung von Informationen durch die Handy, Telefonbetrieb, also netzlose, wie sagt man, also kabellose Empfang. Wenn man das erkennen würde, da wird sich einer wirklich ganz schwer tun, ganz, ganz, ganz schwer tun, da was zu erreichen. Bin ich auch voll auf der Seite von den Leuten. Wenn das so ist, dann bitte schön. Ich vermute schon lange, dass da was im Busch ist. Weil es könnte durchaus sein, dass die Krebserzeugung durchaus was mit diesen elektromagnetischen Wellen zu tun hat. Da muss natürlich einer erstmal die Stirn haben, sowas nachzuweisen. Ne? Da darf man nicht nur an Windkraftanlagen rumbasteln. Ja? Da muss man wirklich großflächig an die Sache und wirklich elementarer an die Sache rangehen. Und da macht man ein Fass auf, ein Fass ohne Boden, würde ich mal sagen. Ja? Stell dir mal vor, es wird sich herausstellen, dass diese Überwachungsanlagen, die hier überall stehen und all diese Satellitendinger, wenn die wirklich gesundheitsschädlich werden. Ja und? Das ist eine Konsequenz. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt könnte natürlich ein Windkraftgegner sagen, wir können das einen nicht, aber das schalten wir deswegen ab. Genau so wird es ausgehen. Die Befürchtung habe ich. Ne? Schalten sie wieder das ab, was sie abschalten können, und der Rest gucken sie zu. Kann man nichts machen. Das ist dann Heuchelei. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, ich finde das ein Ansatz, den muss man überprüfen. Genauso wie beim Handy. Wie man sowas nur überprüft, das ist ein anderes Thema. Stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Da muss man ja wahrscheinlich einen Nachweis führen, mit oder ohne. Ne? Was passiert dann? Ich habe ja immer noch die Theorie, dass zum Beispiel die Krebsstatistik was mit Abhöraktivitäten der Alliierten zu tun hat. Da soll man auch eine Studie dazu machen. Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank? Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen. In der Regel sollte ein Abstand von 20 Kilometer zwischen Station und Windpark eingehalten werden, um eine ungestörte Registrierung und Detektion tendenzienter akustischer Signale zu gewährleisten. Sofern ein Windpark über eine betrachtende Größe von 12 Elementen mit 600 kW Windrädern und das elektrische Produktionspotenzial von knapp 7 Wecker hinausgeht, müsste der Abstand größer gewählt werden. Wegen der geometrischen Dämpfung erscheint jedoch ein Abstand von 25 km für jede Art von ausreichend. Kapierst du das, was die da sagen? Nee. Das ist doch fast unmöglich, was die behaupten. Ich würde mal sagen, da kommt der Experte, der kommt das dann genau beantworten. Die Experte kommt, kann er gleich Stellung nehmen zu diesem Part. Der Kranke überrascht schon wieder. Ja, ich bin ja gesund. Also, was? Krank. Ich war krank, ich bin heute eigentlich schon halbwegs noch krank. Aber eigentlich schon wieder gesund. Seit gestern bin ich gesund. Ich bin krank. Ich war krank. Das stimmt, ja. Deine Mutter hat das gesagt. Ich hab als bei denen, da kommt ja ständig was von der Berlinale. Und da habe ich als geguckt, ob ich dich mal. Ich wollte das sehen. Ich habe dann als mal geguckt, ob ich dich sehe. Ich wollte einen Film drehen über die Mutter. Berlinale und das hat dann nicht geklappt jetzt. Und jetzt bin ich halt da. Hier ist kalt, ne? Ja, draußen ist kalt. Draußen ist kalt, deswegen ist hier drin auch kalt. Das ist.
die Autos sind das zugefroren da, die sind nass und das ist gefroren. Das war da in Berfelle, war minus ein Grad. Da hättest du heute nicht fahren dürfen eigentlich. Da ist in Stuttgart bleiben müssen. Willst du ein Bier oder ein Wein? Also, wenn du Bier hast, ich hab so Durst. Du hast erst mal einen Durst. Ja. So lange nichts getrunken. Ich habe jetzt eben gerade mal die Kamera eingeschaltet, um zu sehen, wie das dann nachher aussieht. Schmucker oder ein Schnappsäckel? Ich verstehe nichts von Infraschall. Ich war gestern auf dem Vortrag. Radia Vita. Die gehen sogar auf Kinderäuer hier. Das muss ich dir gerade hier zitieren. Da ist es. Die Kunst der Intuition. Vorher war es noch. Das sind die Delta-Wellen. Da ist es. Theta-Wellen und Delta-Wellen für Kinder. Das geht zum EEG. Da gibt es Delta-Wellen. Das ist ja eine bestimmte Frequenz. Ja, genau. Und da, wo haben sie es? Also, ich lese es mal vor. Ich habe es eben nicht gelesen. Ich lese da ja da neu. Ne? Hm. Gehirnfrequenzen und ihre Funktion. Delta, Theta, Alpha, Beta. Delta-Wellen. Delta-Wellen weisen eine niedrige Frequenz von 0,1 bis kleiner 4 Hertz auf. Sie sind typisch für die meisten traumlose Tiefschlafphase. In 3 Slow Wave Sleep WSWS. Bei Säuglingen sind sie auch im Wach-EEG physiologisch. Bei älteren Kindern können sie in den normalen okzipitalen Grundrhythmus eingelagert sein. Stimmt. Theta-Wellen. Eine Theta-Welle wird ein Signal im Frequenzbereich zwischen 4 und 8 Hertz bezeichnet. Sie treten vermehrt bei Schläfrigkeit und in leichten Schlafphasen N1 und N2 auf. Im Wachzustand sind sie bei Kleinkindern physiologisch. Genau. Jetzt, der 5 ist das alles richtig. Ja, ich finde das auch. Die schreiben viel Richtiges. Ja. Die Frage ist immer nur, was hat die Windkraftanlage jetzt damit zu tun? Macht die sowas? Oder Organum? Das ist ja alles nur was Physiologisches, was du jetzt beschreibst. Das ist praktisch das EEG, das sind die Hirnströme, wenn du da so Dinger da auf den Kopf kriegst. Ja, aber Potenzialdifferenzen müssen irgendwie verändert werden oder so durch die Windkraft. Ja, genau. Könnte ja sein. Ja, und wenn das dann, sie das? Oder? Na, die behauptet das wahrscheinlich. Ne? Dass die, das ist der Infraschall, den die abgeben, oder der Schall. Mhm. Die gehen davon aus, dass der Schall der Windkraftanlagen krank macht. Hm. Jetzt ist es aber doch so, wenn doch der Schall der Windkraftanlagen krank macht, dann gibt es doch auch einen Schall, der krank machen muss. Warum macht man da nur die Windkraft? Da ist doch jedes Auto und dann müsste man doch die Automotoren und all miteinander auf sowas untersuchen, oder nicht? Ja. Das da oder das da? Das. Das. Der Schmucker ist bevorzugt. Hm. Hey, springst du aus der Flasche? Also gut, ich war nämlich gestern auf einem Vortrag in Hasseroth und bei denen, die sind in der Nachbarschaft zu einem Windgebiet in Otzberg, wo wir auch waren, Merkerwald, und da will die Gemeinde Otzberg Windkraftanlage hinbauen und die macht jetzt ein Ausschreibungsverfahren. Da haben die gestern eine Sitzung gehabt und da waren die ganzen Leute da und haben dann über die Windkraft hergezogen. Ich habe keinen Brumm gesagt. Da kann man eigentlich nur falsch sagen. Da steht es jetzt. Pressestimmen. Macht der Infraschall von Windkraftanlagen krank? Gesundheitsbeschwerden durch Windkraft, Industrieanlagen schaffen viel Leid bei betroffenen Menschen, Familien und Kindern und werden mittlerweile zum volkswirtschaftlichen Problem. Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden in Dänemark kaum noch Windkraftanlagen gebaut. Eine staatliche Untersuchung läuft. Deutsche Behörden spielen das Problem noch herunter. Also ich habe noch nie irgendwo in der Fachzeitschrift etwas davon gelesen. Aber die müssten, ich habe das gerade eben hier thematisiert, die müssten ja dann, wenn sie sowas bei Windkraftanlagen untersuchen, müssten sie das ja auf andere Gebiete auch mal ausdehnen. Man müsste ja bei dem Handy, müsste man doch da so. Ja, also es gibt ja so die Studien, ob Handy Hirntumore macht.
Ja. Und das hat keine eindeutigen Ergebnisse gebracht. Da haben sie dann irgendwie gefolgert, dass man das halt nicht die ganze Zeit am Kopf halten soll oder irgendwas. Das ist irgendwie schwierig zu belegen alles. Denke ich auch. Alles sehr schwer zu belegen, aber nicht desto trotz bin ich ja der Auffassung, man sollte da auch forschen. Das mache ich doch aus. So. Ich habe jetzt so ein, ich hab so ein, so ein, so